Übrigens, der Ausgang vom Rittersaal wäre möglicherweise diese Tür. Da stelle ich mich gerne mal wieder zur Verfügung als Größenvergleich. Ja? Also zum Thema mittelalterliche Türen. Und ich bin 1,89, mit Schuhen ein bisschen mehr natürlich. Und ja, also hier muss ich mich schon deutlich bücken, wenn ich da durch möchte. Also nur so mal als Beispiel. So, das ist der, wie gesagt, der Ausgang vom Rittersaal. Wir kommen wieder zurück in den Burghof. Hier nochmal Burghof und wollen jetzt zur Richtung Oberburg. Die Tür hier hinter mir wäre da genau der Durchgang, durch den wir für diesen Zweck durch müssen. Die ist recht groß gehalten. Die hatte wahrscheinlich auch mal ein Wappen da oben. Und ja, weil es eben hier auch wieder in illustre Gemächer von wahrscheinlich wichtigen Leuten ging. Und ja, damit kann ich wieder raus aus dem Bild. Hier geht's hoch. Die Treppe, wie gesagt, erst ein paar hundert Jahre nach der Oberburg da oben gebaut. Und wahrscheinlich, hier sieht man ja noch einen Mauerrest, war dieser gesamte Freibereich, in dem ich hier jetzt stehe, auch da wieder noch ein Mauerrest, deutlicher unterteilt. Schönes Deutsch, in verschiedene einzelne Räume und auch durch die zahlreichen Fenster, die man hier sehen kann, beziehungsweise die hier fehlen. Die Mauer war hier garantiert auch noch vorhanden, wo sie jetzt fehlt. Kann man auch vermuten, dass es sich hier um diverse einzelne Kämmerchen gehandelt hat, inklusive hier noch so ein komisches Kellerloch, wofür auch immer das da gewesen ist. Ganz spannend ist jetzt diese Erkernische hier in der Ecke, denn hier hat man Bruchstücke dieser Deckenverkleidung gefunden, dieses Gewölbes. Man darf wohl vermuten, dass es sich hierbei um irgendwas Sakrales gehandelt haben mag. Auch diese Nische da hinten, vielleicht eine Mini-Altarnische. Möglicherweise war das ein kleines Gebetskapellchen, irgendwie sowas in diese Richtung. Hat übrigens auch nochmal ein Fenster. Und ja, aber schwer zu sagen, was hier früher alles untergebracht war. Man findet da auch leider wenig Literatur. So, und diese Treppe, ob es die original gegeben hat, weiß ich nicht. Könnte sein, weil zumindest hier, das da ist schon noch so ein bisschen Originalgestein. Die Stufen sind natürlich neu. Und das führt uns in die kleine Kapelle, die wir eben schon vom Rittersaal aus gesehen haben. Und die wollen wir uns jetzt noch angucken. So, und das Erste, wenn man hier reinkommt, fällt einem erstmal der Boden auf. Das ist also hier so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber hebt sich von den anderen Böden in der Burg doch deutlich ab. Wir haben außerdem hier noch den schönen Originalputz, also da, wo er noch da ist, das Loch in der Mitte nicht. Hier gibt es eine vermutlich Weihwassernische, kann man sich zumindest gut vorstellen. Und ja, also das ist wirklich noch original verputzt von 1450 plus minus. Weiß nicht, kann auch sein, dass sie um 1600 rum nochmal renoviert haben, aber das wäre so die letzte Gelegenheit gewesen. Und ja, eins der großen Rätsel und andererseits auch irgendwie wieder sinnergebend ist, was zum Geier ist denn das? Warum haben die ein Spülbecken in ihrer Kapelle? Haben sie da irgendwelche heiligen Geschirre sauber gemacht? Oder, das ist die gängige Theorie, die ich immer mal wieder höre, wenn ich hier mit Leuten bin und sie einfach frage, was die wohl so glauben, was das sein könnte, ein Taufbecken. Hat hier hinten übrigens noch einen Abfluss, also dieses Loch, da geht es runter, tropft dann da unten aus der Burgmauer raus. War wahrscheinlich einfach der Tatsache geschuldet, dass man das Taufbecken ja auch mal wieder abfließen lassen musste, nachdem getauft wurde, und man konnte den Abfluss mit Sicherheit auch verschießen. Also das ist so meine Theorie, zumal hier auch dieser glatte Untergrund und ja, vielleicht wirklich ein Taufbecken, das man sich in der Burg hat taufen lassen können. Das ergibt nicht so viel Sinn, weil der Markgraf selber und dessen Nachkommen sind sicher mit mehr Pomp als in dieser kleinen Mini-Kirche getauft worden. Daher, ja, es herrscht Uneinigkeit, ob das tatsächlich was solches gewesen ist. So, hier nochmal Originalputz und der Übergang zum Rittersaal, den wir ja jetzt schon kennen. Es gab also da wirklich einen direkten Zugang, um in den Rittersaal hineinzugelangen, beziehungsweise vom Rittersaal in die Kapelle zu kommen. Mir gefällt die Geschichte, dass wenn es in diesen kleinen Erkerchen hier bei den Fenstern, wo man möglicherweise abends noch einen Vorhang zugezogen hat, heiß herging, vorsichtig ausgedrückt, ja, und es wahlweise
zu dringend notwendigen Eheschließungen oder dringend notwendiger Vergebung der Sünden gekommen ist, dann hatte man quasi hier eine Drive-In-Kapelle und konnte hier quasi Ready-to-Eat Sünden vergeben lassen oder alternativ direkt heiraten, je nachdem, was halt da gerade gewünscht war aufgrund von politischen Umständen. Das Kreuz befand sich vermutlich hier, beziehungsweise der Altar. Und was wiederum kein Mensch weiß, wozu dieses Loch hier gut sein soll. Klar könnte man meinen, da fiel das Licht rein und dann gab es hier irgendwie einen Heiligenschein über Jesus, der hier rumhing. Aber das Blöde ist, da fiel halt kein Licht rein, weil da ist halt der Rittersaal nebenan. Ja, daher sehr, sehr geheimnisvoll, wofür das bitte gut gewesen sein soll. Tja, so viel zur Kapelle. Die Decke wäre noch interessant. Die Decke ist mehr oder weniger ein Spiegelbild vom Boden. Mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Und haben wir jetzt gesehen. Gehen wir weiter. So, während meine liebe Frau für mich die Mauerarbeit, also sprich alles an Orten, an denen ich mich nicht wohlfühle, übernommen hat und da gefilmt hat, wo ich höhenangstbedingt nicht hin kann, dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und erzähle mal ein paar technische Rahmendaten zur Burg. Die obere Burg ganz oben ist der älteste Teil, sehen wir nachher noch, aber das wollte ich schon mal vorweg gesagt haben, wurde von Markgraf Hermann II. Wahrscheinlich irgendwie errichtet oder unter ihm errichtet. Und der hat gelebt von 1074 bis 1130. Und das ist dahingehend ganz interessant, weil sich die Markgrafen von Baden erst ab 1112, also so mitten in der Lebzeit von Markgraf Hermann II., überhaupt Markgrafen von Baden nannten, was eben darauf hinweist, dass sie erst dann da eine Burg und eine Residenz hatten. Inwiefern sie sich in der oberen Burg tatsächlich aufgehalten haben und da residiert haben, ist nochmal eine andere Frage. Da dürfte es nämlich nicht allzu gemütlich gewesen sein und ziemlich ab vom Schuss, aber zumindest hatten sie dann mal eine Burg. So, nachdem ihnen diese Burg dann irgendwann nicht mehr gereicht hatte, kam dann später Markgraf Bernhard I. von Baden, sowas um 1390 auf die Idee, die ursprünglich zugige und kleine Burg massiv zu erweitern und baute die heutige gotische Unterburg, also das, was wir hier die meiste Zeit zu sehen bekommen, auch jetzt gerade alles im Bild, dürfte unter ihm, Bernhard I., entstanden sein, inklusive eben den sogenannten Bernhardusbau, der heißt auch deswegen so, weil der halt eben nach diesem Bernhard I. von Baden benannt ist. Jakob I. übrigens, das ist der Nachfolger von Bernhard I. gewesen, der hat das Ding dann vollständig fertig gebaut und da darf man davon ausgehen, dass also sowas um 1440 bis 1450 rum die Burg tatsächlich in dem Zustand gewesen ist, in dem wir sie heute auch finden können. Das heißt, die Bauarbeiten des unteren Teils der Burg haben sich so um die 70 Jahre lang in etwa hingezogen. Da wird auch immer mal wieder Pause zwischendrin gewesen sein und in der Pause hat man da auch residiert und eben Markgraf gemacht, aber ja, die Bauarbeiten waren noch nicht hundertprozentig fertig. So, und nachdem dann 1450 endgültig die Bauarbeiten abgeschlossen waren, hatte man lustigerweise bereits 80 Jahre vorher, um 1370 angefangen, das neue Schloss unten in der Stadt, beziehungsweise am Rand, aber trotzdem in der Stadt Baden-Baden zu errichten, und nachdem das dann sehr viel später auch wirklich komplett fertig war und man sich damals da dann gemütlicher eingerichtet hatte als hier oben im Schloss, ist man 1479 dahin umgezogen. Soll heißen, von 1450, das alte Schloss, das wir hier sehen, endlich fertig, bis 1479 hat man da überhaupt nur in der vollen Pracht, die wir hier ja noch in Resten erkennen können, residiert. Also gerade mal 29 Jahre lang, plus minus ein bisschen. Ja, nachdem man dann umgezogen ist ins neue Schloss an der Stadt, wurde das Ding hier zum Witwensitz. Das heißt, immer die Mutter des amtierenden Markgrafs, wenn also dessen Vater gestorben war, die Markgräfin zur Markgräfin Witwe geworden ist, wurde sie hier oben in die Burg verfrachtet, damit sie nicht stört, wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt meine Interpretation. Und war dann meistens dafür zuständig, junge Adlige auszubilden und denen beizubringen, wie man denn am besten adelig ist. Das Ganze ging dann noch
auch mal gut etwa 120 Jahre, denn 1599, angeblich durch einen Fluch einer verschmähten Markgräfin bzw. Markgrafwitwe, 1599 ist die Bude dann abgefackelt und keiner hat sich mehr dafür interessiert, bis ins späte 19. Jahrhundert man die ersten Sicherstellungsmaßnahmen der Ruine durchgeführt hat, damit das Ding nicht noch weiter völlig verfällt. Aber ja, das ist mehr oder weniger zusammenhängend auch schon die ganze Geschichte der Burg gewesen. Also so rein von den Daten und Jahreszahlen her. Sehr viel weiß man, wie gesagt, eben auch da gar nicht so sehr drüber. Natürlich gibt es noch ein paar mehr Details und ein paar mehr Eckpunkte, aber ja. So, wir haben jetzt hier gerade gesehen, Frau läuft dankenswerterweise an drei Fenstern vorbei, die auch Fenster sind. Und hier an der am vierten Fenster kommt interessanterweise gar kein Fenster, sondern, also auch ein Fenster, aber auch dieser seltsame Schacht. Was soll das sein? Da gibt es jede Menge Spekulationen dazu. Die Meinung reicht von Geheimgang zu Verlies zu was auch immer. Da wir aber ja bereits gehört haben, dass wir uns in dem Stockwerk befinden, in dem der Markgraf auch selber und seine Familie gehaust haben und es da so seltsame, komische Wasserzuflüsse vielleicht sogar in den Schacht gegeben haben könnte, wenn das das ist, was ich vermute, was das ist, das bin ich mir aber nicht sicher. Ja, und es tatsächlich überliefert ist, um was es sich bei diesem Schacht handelt. Das ist das Klo vom Markgraf. Alle anderen haben irgendwie die Burgmauer runtergeschissen, auf gut Deutsch, aber da man ja dann von unten quasi das entblößte Hinterteil desjenigen, der gerade irgendwo oben an der Burgmauer sein Geschäft verrichtet hat, hat erblicken können, ging das nicht und war das nicht schicklich genug für den Markgraf, weshalb man dem Markgraf extra diesen Schacht hier angelegt hatte, als Abortschacht, wo der Markgraf dann eben hochmarkgräflich runter... Ja, was hat fallen lassen können, was dann eben nicht zu sehen war vom Pöbel, und er hatte seine Privatsphäre, und witzigerweise war unten an den Schacht sogar noch ein Kanal angelegt, der dann ein Stück weit in den Wald hineingeführt hat, und damit man auch ja nichts mitbekommt von dem, was der Markgraf und seine Familie so hinterlassen haben. So. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, wo wir in die Oberburg geschlichen sind, beziehungsweise Frau ist schon vorgeschlichen und das ist die Oberburg. Und ich komme jetzt nach und damit zurück zu mir. Achtung, die Speermänner. Ja, die Speermänner. Okay. Hohe Mauern. So, damit jetzt auch willkommen in der Oberburg. Die Oberburg bestand aus vielen engen, relativ engen Kammern, das sieht man hier an dem Mauerrest hier links, hatte zum Teil sehr wohl vernünftige Fenster, ziemlich weit oben, und mitunter tatsächlich auch auf der Höhe hier noch Schießscharten. Warum? Naja, vermutlich gab es da, wenn man hier jetzt da vorne rausgeht, noch einen extra Zugang, um von außen da irgendwie hochzukommen, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass es da eine Schießscharte gibt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir sind hier sehr weit oben. Da kommt keiner angeflogen und versucht da einzudringen. Diverse andere Rätselhaftigkeiten. Was zum Geier ist das? Ich habe keinen Schimmer. Ja, es gab mal ein paar gute Theorien. Leider habe ich sie vergessen. Es kommt vor. Ja, ich bin auch nicht, kann mir nicht alles merken. Und ja, hier befindet sich dann der kleine Mini-Innenhof. Also vermutlich ja, schwer zu sagen. Also mindestens da, wo der Baum steht. Da war tatsächlich der Innenhof der Oberburg. Hier, das wird wahrscheinlich nochmal überdacht gewesen sein, wo wir jetzt hochgucken. Und ja, da sieht man auch wieder ein Doppelfenster. Anders als das Ding mit Schießscharte gerade. Und wenn wir jetzt hier mal ein Stückchen weitergehen. Also die Oberburg ist nicht groß. Die Oberburg ist relativ übersichtlich.
sage ich jetzt mal. Ursprünglich muss es hier mal nach da gegangen sein. Und hier kommt die Originaltreppe hoch. Die muss hier irgendwie aus diesem Gebüsch, ja, man sieht natürlich nicht mehr viel, muss man da hochgekommen sein und war dann hier eben im durchaus wohnhafteren Bereich. Da oben dieses Fenster mit den kleinen Bänkchen davor, da muss irgendjemand Wichtigeres gewohnt haben, weil die kleinen Bänkchen einfach ein zusätzlicher Luxus dargestellt haben, den jetzt man von, keine Ahnung, für die Küchendame wohl nicht eingebaut hätte. Aber ganz schwer zu sagen, grundsätzlich auch völlig rätselhaft, was zum Geier das hier jetzt in der Bildmitte bitte darstellen soll. Ja, warum ist da ein Wappen drüber? Was ist das? Was soll das? Vielleicht auch irgendeine kleine heilige Nische möglicherweise. Dafür bin ich nicht, ja, ich bin schon christlich genug erzogen, aber weiß ich trotzdem nicht, was das ist. Und auch hier wieder die besseren Fenster in Anführungszeichen im oberen Burgbereich, wo Verteidigungsfunktionen wirklich völlig unsinnig gewesen wären, hat man dann da auch vollständig drauf verzichtet. Übrigens nur der Vollständigkeit halber, wenn man diese Ziegel sieht, in dieser Farbe und dieser Form, die sind in den 70er Jahren eingebaut worden. Das waren die ersten Bestandssicherungsmaßnahmen. Tatsächlich die ersten seit Abbrand der Burg. Grober historischer Abriss machen wir per Voiceover. Und ja, da hat man dann zum ersten Mal angefangen zu verhindern, zu versuchen, dass das Ding irgendwann noch vollständig zusammenbricht. Also noch mehr, als es ohnehin schon zusammengebrochen ist. So, ab durch die Tür. Und hiermit kommen wir jetzt in den kleinen oberen Burghof. Mag sein, dass es, ist mit Sicherheit so, dass es hier auch nochmal überdachte Bereiche gab. Aber der Bereich direkt vorm Bergfried, da wo jetzt die Buche steht, das wird ein kleiner Hof gewesen sein, der wahrscheinlich nie überdacht gewesen ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Ne? Dann hier nochmal gerade so ein kleiner Schwenk ins Obergeschoss. Viele, viele Rätsel. Übrigens, diese Löcher da drüben in der Wand, wahrscheinlich Balkenlöcher. Ne? Also das sind nicht nur wahrscheinlich, sondern das sind Balkenlöcher. Und ja, da kann man, wie gesagt, nicht so viel zu sagen. Ganz spannend ist jetzt hier noch der Ausgang. Drum die Vermutung, dass die eine Schießscharte, die es da gibt, möglicherweise mit diesem Balkon oder was immer das ist, in Verbindung gestanden haben könnte. Normalerweise hat man hier jetzt tolle Aussicht. Hier wieder eine Schießscharte. Ja, also es ist schon verdächtig. Vielleicht gab es von da hinten vom Wald hier hoch irgendwie eine Holztreppe, eine Möglichkeit auch von hier in die Burg zu gelangen, zumindest in Friedenszeiten, die man dann hätte abbrennen können, verriegeln können oder wie auch immer. Jedenfalls wäre von hier, von diesem das wurde auch ein bisschen rekonstruiert, von diesem, auch das Schrägdach hier ist natürlich rekonstruiert, von diesem Balkon aus wäre man auf jeden Fall nicht in die Burg gekommen, wenn hier diese kleine Tür ordentlich zu gewesen wäre, dann wäre da Schluss. Ja, und mit der Schießscharte hätte man jeden Eindringling hier behacken können, der versucht hätte hier reinzukommen. Also ist ein bisschen geheimnisvoll. Aber wie gesagt, Aussicht heute keine. So, noch ein kleiner Besuch im Kämmerchen des Burgfräuleins. So nenne ich das Ding immer. Ist es natürlich wahrscheinlich nicht. Ganz spannend, was man hier sehen kann, wie die Burg in den Fels integriert ist. Ne? Also hier hatte man ein bisschen zu viel Fels. Deswegen wächst der Fels hier halt eben in die Bude rein, sozusagen. Und ja, war halt im Weg. Wer die auch immer gewohnt hat, besonders viel Licht hatte er nicht. Auch hier wieder die typische Wölbkonstruktion, weil es halt eben stabiler ist als ein Flachdach. Und es gibt Gerüchte, ja, sehr, sehr Gerüchte, dass angeblich hier mal einer mit dem Pferd rausgesprungen sein soll. Die Legende mit dem Typ, der mit dem Pferd aus der Burg springt, gibt es bei verschiedenen Burgen, wurde mal immer wieder auf andere Burgen übertragen, wird hier mit Sicherheit Blödsinn sein. Deswegen möchte ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und das ist die Schießscharte, die wir hier gerade gesehen haben. Und da haben wir unseren Balkon. Heißt, wenn jemand auf dem Balkon hochkraxelt, kann er von hier wunderbar erschossen werden. Gut zu wissen, ne? Also Alarmanlage, alles nicht notwendig. Lieber hier eine Wache hinstellen mit Armbrust und Gutes. Ja, das war es auch schon in diesem kleinen Kabuff.
Ja, und das bringt uns jetzt noch zum Highlight, meinem persönlichen, die Burgbuche. Die Burgbuche ist schätzungsweise, so vom Umfang her, etwa 180 bis 250 Jahre alt. Da die Wuchsbedingungen hier aber relativ beschissen sein dürften, könnte sie auch noch ein ganzes Stückchen älter sein. Ich habe leider keine Literatur gefunden, die verrät, wie alt sie ist. Das könnte man ja eigentlich auch vermuten, dass es da jemanden gibt, der das mal notiert hat, dass in der alten Ruine jetzt neuerdings eine Buche steht. Leider gibt es das nicht. Ja, die Ruine ist wirklich völlig uninteressant gewesen für die Menschen, nachdem sie abgebrannt war, und hat sich keiner mehr für interessiert. Deswegen ist auch kaum was zum Keimungszeitpunkt dieser Buche hier näher bekannt. Meines Wissens wurde sie auch nie dendrologisch untersucht. Halt, man hat nie ein Loch reingebohrt und mal geguckt, wie viele Jahrringe man aus dem hohlen Bohrkern des Bohrvorgangs entnehmen kann. Ja, und damit hier übrigens nochmal der Burgbrunnen der Oberburg. Hier muss es also auch einen offenen Bereich wahrscheinlich gegeben haben, damit dann eben in den Brunnen, also die Zisterne natürlich, irgendwie das Wasser von den Dächern eingeleitet wurde. Auffällig ist natürlich in der Oberburg auch, wie klein die jeweiligen Räume gewesen sind. Also von Luxus war da keine Spur. Daher kann man auch ein bisschen nachvollziehen, dass die Markgrafen dann später eben dringend das Bedürfnis hatten, ihre Burg baulich zu erweitern, um dann eben standesgemäßer wohnen zu können. Da hinten sehen wir übrigens den südlicheren Teil des Nordschwarzwaldes mit vielen, vielen hohen Gipfeln und alles toll bewaldet. Und die diversen Türme, die wir da sehen können, von links nach rechts, sind übrigens die Badener Höhe. Und dann folgt auch schon die Hornisgrinde zusammen mit dem Windrad und dem Sendeturm, wobei auf der Hornisgrinde noch viele andere Türme zu finden sind. Würden wir noch ein bisschen weiter rechts gucken, ist jetzt gerade nicht zu sehen, dann kommt auch der Fremersberg ebenfalls mit Turm ins Bild, und die kleine Burgruine, die man da hinten dann noch erkennen kann, ist die I-Burg. Hinter der Rheinebene befindet sich logischerweise auch dann die Vogesen, beziehungsweise guckt man etwas weiter nach Nordwesten, dann wird man den Pfälzerwald zu sehen bekommen. So, hier im Übrigen noch jede Menge Vorbau an der Burg. Das heißt, wir hatten auch da unten noch diverse Vorgebäude, von denen heute kaum noch irgendwas ersichtlich ist, weil man da gar nicht mehr reinkommt. Aber da ist auch noch alles Mögliche da gewesen, was man sich heute nur noch schwer erschließen kann, wie groß diese Anlage eigentlich ursprünglich mal gewesen ist. Das macht also schon definitiv was Sinn, was her. Wer nochmal einen Überblick haben möchte, ich hatte ja ganz am Anfang da ein Foto noch mit eingebaut, wo man eine Drohnenaufnahme der Gesamtanlage, soweit es überhaupt möglich ist, die auf ein Bild zu bekommen, sehen kann. Ja, hier oben der Mauerumrandungsweg sozusagen, das ist der Wehrgang gewesen. Das heißt, da oben war wahrscheinlich schon noch ein Dach in irgendeiner Form an den Wehrgang angebaut. Aber dass der so hier über die Mauerkrone geführt hat, ist historisch belegt, dass es den gegeben hat. Und er wird sehr gerne für diverse kitschige Hochzeiten verwendet. Das heißt, wir sehen da hinten gleich so ein paar komische Blütenblätter rumliegen. Wäre ja noch einigermaßen romantisch, wenn sie wenigstens echt wären. Aber auch dann stehe ich auf so einen Schwachsinn nicht. Aber nein, die sind sogar auch noch zu allem Übel aus Plastik. Aber ja, für übertrieben blödsinnige Hochzeitsfotos mag das vielleicht Sinn ergeben. Entschuldigung, wer solche Hochzeitsfotos selber hat und gerne hat, dem seien sie natürlich gegönnt. Uns ist das einfach zu kitschig und jetzt nicht unser Stil. Aber wie gesagt, wer das gerne möchte, überhaupt kein Problem. Man kann von hier übrigens auch wunderbar sehen, wie man die Mauerkronen versiegelt hat, damit das Wasser nicht in die Mauerkronen eindringen kann. Auch hier sind die Steine auf der Mauerkrone, jüngeren Datums. Das dient einfach dem Erhalt des Gemäuers, dass die Originalsubstanz mit dem Originalmörtel, den man damals verwendet hat, eben möglichst lange erhalten bleiben soll, und deswegen war das auch notwendig, hier mal wieder diverse Sanierungsarbeiten durchzuführen. Die Burg war jetzt gerade vor 2 Jahren, ist jetzt gerade wieder rausgekommen aus dem Gerüst, eben auch nicht ganz frei zugänglich, weil eben zu Sanierungszwecken gesperrt, um sicherzustellen, dass der Rest von Mauer, der jetzt noch da ist, auch wirklich schön erhalten bleibt. Hier kann man schön sehen, welche Steine ausgetauscht wurden. Die hellen sind natürlich neueren Datums. Ja, und da haben wir die wunderbare Aussicht Richtung Pfalz und Richtung Karlsruhe raus. Saarland da hinten auch in Ansätzen zu erkennen, wenn man, wie man eindeutig gerade gesehen hat. Ne? Und hier eben auch schön die Mauersicherungsarbeiten.
die hier im größeren Stil stattgefunden haben, war halt einfach leider nötig, frisst auch regelmäßig ein wenig Geld, aber das ist die Ruine meiner Meinung nach durchaus wert. So, und jetzt stellt euch da unten nochmal den Speermann vor, der da einfach an der Ecke steht und jeden speert, der da rein möchte, und damit ist klar, dass diese Anlage also wirklich nahezu unmöglich zu erobern gewesen wäre. Das sind übrigens für mich auch ganz tolle Bilder, daher nochmal danke an meine Frau, weil an diese Stelle komme ich nie, da war ich in meinem Leben noch nicht. Hab das schon seit Kindheit. Und das ist mir viel zu exponiert. Ja, gerade wenn der Nebel nicht ist, kann man hier nämlich wunderbar sehen, wie hoch man eigentlich ist. Und das ist wirklich verdammt hoch. Ja, der Bergfried, damit wurde der ganze Bau der Burganlage überhaupt erst begonnen. Und die Mauer rechts vom Bergfried, auch wenn man die gerade nicht sehen kann, das ist der sogenannte Schildwall, der einfach ergänzend zum Bergfried erstellt wurde, um eben nochmal ein bisschen mehr Stabilität, mehr, ein bisschen mehr Deckung zu haben, um sich dahinter zu verstecken. Und peu à peu ist dann an den Bergfried angrenzend eben der Rest der Oberburg nach und nach erst errichtet worden. Bergfried selber eben also von wahrscheinlich tatsächlich um 1100 rum, plus minus ein paar Jahre, könnte sogar noch ein Ticken älter sein. Viele Leute glauben das nicht, da der Bergfried noch erstaunlich gut intakt ist, ja, was einfach daran liegt, dass der halt nur aus supermassiver Mauer besteht, und die konnte man auch schon um 1100 in dieser Art und Weise, wie wir sie hier jetzt gerade sehen können, errichten. Und das macht den einfach zu einem wahnsinnig stabilen Bauwerk. Und ich befürchte, hier habe ich beim Versuch, nachdem wir ein bisschen unqualifiziert auf der Kamera rumgedrückt haben, Frau aus Versehen den unstabilisierten Modus wieder eingeschaltet zum Weiterfilmen. Daher wackelt es jetzt gerade ein wenig. Ja. Das ist es dann aber jetzt im Wesentlichen tatsächlich zur Burg auch gewesen. Zum Auf dem Turm stehen gibt es noch eine schöne Legende, nämlich die Markgräfin, die hat ihre Kinder, also eine der Markgräfin, die hat es nie gegeben, Spoiler, aber die soll ihre Kinder immer über die Brüstung des Turms gehalten haben, damit sie dann sehen konnten, was alles mal ihrs sein wird, wenn sie dann irgendwann mal erben, und konnten ins weite Land hinausschauen. Und eines Tages ist ihr dann ein Kind runtergefallen, woraufhin sie wahnsinnig wurde. Den Leichnam des Kindes hat man auch nie gefunden, angeblich. Und sie hat schlagartig weiße Haare bekommen, ist in grauen Klamotten durch die Burg geschlichen und hat immer nach "Mein Kind" gerufen. Mit dem Effekt, dass sie dann irgendwann, nachdem sie gestorben ist, auch die Burg verflucht hat, weil sie ihr Kind genommen hat, und kurz darauf soll ein Blitz eingeschlagen sein und die ganze Burg ist damit erfolgreich abgebrannt. Übrigens, dass hier Bäume zu sehen sind, liegt daran, dass der Felsen schräg ist, das heißt, von auf der anderen Seite geht es sehr, sehr tief runter, auf der Seite mit den Bäumen geht es nicht ganz so tief runter, weil da halt dann eben der Felsen mitsamt Baumbestand bereits beginnt. So, das war's zur Burg Hohenbaden, und damit habe ich die Tradition der mindestens zwei kleinen historischen Videos innerhalb der Reihe des Adventskalenders auch erfüllt. Und ich hoffe, das war ein bisschen interessant und ein bisschen sehenswert. Die Nebelstimmung, naja gut, man sieht halt die Aussicht nicht, aber sie hat schon auch irgendwie sowas Mystisches. Und mir hat es an dem Tag in der Ruine sehr, 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 sehr gut gefallen. Waren auch viele Leute da, die ähnliche Erkenntnisse hatten und denen es da auch offensichtlich sehr gut gefallen hatte. Ja, bedanke mich, und morgen gibt's auch wieder Ebbes.